Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück hier zu Myst Survival, zu unserem neuen Titel, gerade erst rausgekommen, Early Access. Ja, und so die ersten kleinen Patches kamen schon, wobei ich glaube, das waren ganz, ganz kleine Verbesserungen am Spiel, denn an der Versionsnummer hat sich nichts verändert. Ich weiß nicht, was geändert wurde, nachdem es keine Patch Notes gab. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Mich freut es, dass euch das Spiel zusagt. Ne? So die Reaktionen auf die ersten zwei Folgen waren ja sehr positiv. So kann es gerne weitergehen. Freut mich natürlich immer, wenn die Zuschauer zufrieden sind und das Projekt unterstützen. So, ja, der Großteil hat gesagt, fang neu an, macht durchaus Sinn. Speziell jetzt auch nach diesen kleinen Updates. Ne? Das ist ja so innerhalb eines Early Access, kann es schon mal vorkommen, dass es durchaus Sinn macht, dass man neu startet. Also in diesem Fall, wir starten neu. Und der Entwickler hat im Diskussionsforum auf Steam auch geschrieben, dass er an einer Erweiterung der Tutorials arbeitet. Wir sind sehr gespannt. Ja, diesen Text kennen wir natürlich. Ne? 3 Jahre ist es her. Die böse Epidemie, wir sind immun, tralala, der Rest ist durchgedreht oder tot. Gab es ja auch schon den Hinweis, ja, schon wieder Zombies. Ja. Kann ich verstehen, mir wären natürlich Banditen auch lieber gewesen. So ein bisschen mehr in Richtung State of Decay vielleicht auch. Ja, dass man auch andere Kollegen treffen kann. Also da natürlich gibt es bei State of Decay auch Zombies, ja. Aber da gibt es ja auch andere Posten, ne, die NPCs, die Menschen, andere. Ja, mir fällt jetzt der Begriff nicht ein, wie sich es damals genannt hat. Also eigene Wohngemeinschaften quasi, Standorte und so, befreundet, verfeindet, je nachdem. Die Wilkersons zum Beispiel, ne, jetzt um eine zu nennen, eine Basis, wobei die waren eher schräg drauf, die Typen. Aber gut, lassen wir das. Ja, an den Tutorials scheint sich wenig geändert zu haben. Eigentlich gar nichts, bis dahin zumindest. Ja, na gut, wir sind gespawnt. Und ich weiß inzwischen, weil ich selber auch ein kleines bisschen weitergespielt habe, also nicht großartig, aber ein kleines bisschen, dass es keine prozedurale Map ist, sondern dass die Map immer gleich ist und es gibt halt mehrere solche Startpunkte, wo man spawnen kann. Hier gibt es zum Beispiel gleich eine Säge. Das ist aber toll, dass man uns die Freihaus kredenzt. So, da drüben ist die lustige Farm, ne, wo wir die Begegnung der dritten Art hatten. So könnten wir es mal vorsichtig umschreiben. Da oben ist unsere Hütte, wo wir genächtigt haben. Da ist dann der See. Genau da drüben der Wohnwagen. Also das kennt man alles, ne, vom letzten Mal noch. Ihr seht, die Karte ist somit immer gleich. Allerdings wissen wir nicht, wie groß die Karte ist. Ne, ich weiß nur, dass hier drüben Westen ist, weil da ging die Sonne unter. Also können wir davon ausgehen, dass da drüben Osten ist, logischerweise. Es gibt ja auch keinen Kompass im Spiel und nichts. So. Hier ist auch nochmal eine Säge, das ist gut zu wissen. Hier liegt, meine ich, immer eine Säge. Also ich bin mir nicht ganz sicher, die Werkzeuge scheinen... Theorie jetzt, ne? Aber die Werkzeuge scheinen eigentlich immer fix platziert zu sein. Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber diese Säge war... im anderen Spielstand auch hier gelegen. Deswegen Spekulation, aber es wäre ja möglich. So, im Koffer ist nichts, das ist nicht schön. Kommen wir ein bisschen rum. Mal kurz ans Auto gucken. Da ist nichts drin, das ist toll. Das ist bestimmt sehr hilfreich auf unserem weiteren Weg. Wenn nichts im Auto ist. Da ist überhaupt nichts, prima. Auch kein Tropfen Sprit im Tank. Ja, und auch nichts zu essen, hervorragend. Klasse, das erleichtert die Sache natürlich. Na dann, so, hier oben ist dieses Zeltlager. Jawohl. Schauen wir vielleicht auf dem Rückweg vorbei. Also diese kleine Blockhütte da oben, die fand ich gar nicht schlecht eigentlich. 2 Ausgänge und bietet ja auch ein bisschen Sicherheit. So, schauen wir hier mal kurz rein. In den Laden. Das sind wenigstens keine Zombies, das ist auch schon mal positiv. Was hätten wir hier? Metal Scrap. Jawohl. Metallteile. Da ist nichts. Wunderbar.
Solange man nicht wieder so ein wilder Bär über den Weg läuft, ne, da habe ich jetzt erstmal die Schnauze voll. Das brauchen wir nicht. Höre ich da einen Kuckuck? Tatsächlich, ganz leise hat man gehört. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch gehört habt, aber ganz leise hat man den Kuckuck gehört. Sehr witzig. So. Scrap Metal, jawohl. Was haben wir hier Schönes? Scrap Metal, was haben wir hier? Komische Komponenten. Oh Mensch, der. Oh, schau mal hier, so ein Tesafilm. Und hab ein Teppichmesser und oh, Post-its, jawohl, auch mitnehmen. Da freut sich der Büromensch, genau. Und hier könnte man ein kleines Buch mitnehmen, wobei ich kann. Kein Russisch, das sieht man nach Russisch aus. Also, Ja, ich nehme die Lokomotive da drüben mit, aber das geht leider nicht. Das ist so als Zierde. Okay, was haben wir hier drin? Eine Bandage. So, ja, die nehmen wir gleich mal definitiv mit, weil Bandagen sind schöne Sachen. Sehr schöne Sachen. So, da hätten wir einen Zucker. Da ist eine leere Flasche. Nehmen wir auch mit. Da gibt es was zu essen. Das ist sehr fein. Da gibt es nichts. Das ist nicht so schön. Okay, die untere kann man nicht looten. Interessant. Was haben wir hier? 9 mm. Ja, warum nicht? Munition. Jetzt fehlt nur noch die passende Waffe. Die liegt bestimmt oben drauf. Nein, tut sie nicht. Okay, ganz nötig. Kisten ganz unten kann ich nicht aufmachen. Das geht nicht. Interessant. Ein Schrank mit 4 Schubladen, von denen sich nur 3 öffnen lassen. Aber okay, ne? Ist halt so. Kommen wir hier oben mal rein. Oh, lecker. Eine Pistole und nochmal Munition. Die werden wir gleich mal ausrüsten. So. Reloading. 5 Schuss haben wir. Okay, hat doch die Munition hat auch reingepasst. Also, ne? Ich weiß ja nicht, was es hier für unterschiedliche Munitionsarten gibt. So weit bin ich noch nicht. Machen wir hier weiter. Schauen wir hier weiter rein. Da hätten wir noch mal ein paar schöne Schränke. Eine Autobatterie. Fein. Aber übler Zustand. 17,5%. Das ist nicht toll, ne? Nee. So, ist hinter der Tür vielleicht was? Nee, ist leider nicht. Hier ist nichts unterm Tisch. Versteckt sich auch nichts. Oben haben wir auch nichts. Ne, immer genau schauen. Was ich auf jeden Fall ja auch von euch bestätigt bekommen habe. Auch mal eine Flasche und Elektronikparts. Jawohl. Das ist schon herb ist, gell? Also gerade speziell Thema Verpflegung und so. Ne, Hunger, Durst, das geht ja weg wie nichts. Was haben wir hier? Ein paar Racks haben wir hier noch. Oh, ich bin voll gemüllt. Okay, Moment. Autobatterie, Quickslot. Säge, Quickslot. Biofuel, Quickslot. Streichhölzer, Quickslot. Und. Das komische Teil in der Quickslot, ne? Dass man einfach mehr Platz hat hier, jawohl. So, jetzt kann ich es mitnehmen, alles klar. Der Loot-Haubi ist wieder unterwegs, genau, ich weiß. Ne, das Inventarmanagement, das dürfte hier auch wieder eine spannende Herausforderung für mich werden, weil ich ja so ein alter Loot-Messi bin. Nehmen wir mal alles mit und trenne mich ungern von irgendwas, weil man könnte es ja noch brauchen. So, 7 Schuss für die Pistole. Ah, den Eimer kann ich nicht mitnehmen. Bei 7 Schuss, ne? Das ist eigentlich gar nichts. 7 Schuss in dem einen Haus. Wie viele Zombies waren da drin? Keine Ahnung. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Schuss der Bär frisst, ne? Bevor der umkippt. Aha. Hier gibt's nichts. Okay, schön. Da gibt's eine leere Flasche. Ja, nehme ich mal mit, aber. Ob uns die wirklich hilft, die Flasche. Das bleibt abzuwarten. So, nochmal Komponenten. Ansonsten ist hier nicht mehr viel, ne? Ne. Nochmal Rex. Okay, und jetzt sind wir wieder vollgemüllt, oder? Einen kleinen Platz haben wir noch. Kleines bisschen. Okay, da haben wir gelootet, da waren wir drin, da waren wir drin. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir bringen erst einmal unsere Schätze zurück. Ne? Denn wir wissen ja, wenn wir sterben,
Oder was heißt sterben? Es heißt ja unconscious, also bewusstlos werden. Dann verlieren wir Sachen und unsere Werkzeuge werden beschädigt. Ne? Und irgendwann sind die dann auch ganz kaputt. Und das ist halt ärgerlich, ne? Wenn das Werkzeug dann kaputt ist, das brauchst du nicht wirklich. Das willst du nicht. Dort unten ist der Wagen. Jetzt muss ich bloß schauen, dass hier nicht wieder der Petsy-Bär unterwegs ist. Ich sehe ihn nicht. Sieht gut aus. Da drüben sind wir gespawnt hier. Ja. Also der scheint nicht da zu sein. Okay, was wir natürlich noch machen sollten. Zu der anderen Spawn-Location, die wir kennen. Weil wir ja wissen, dass es da nochmal eine Inventarerweiterung gibt. Oh, was ist das hier? Steine, okay. So, hier hast du mal. This is my place. Genau. Gleich mal hier in Besitz nehmen. Hier auch nochmal geiles Werkzeug. Sehr schön. Jawohl. Home sweet home. Hallo. Da sind wir wieder. Na gut. Okay. Ah, hier ist auch noch ein Messer. Genau. Combat Knife. So, schauen wir hier rein. Da gibt es was zu essen. Das ist toll. Schmeißen wir das ganze Gedöns da mal rein. Da Zucker kommt da rein. Und die blöden leeren Flaschen braucht auch kein Mensch. Ich würde sagen, wir schauen erst einmal, dass wir alles irgendwie hier, was nicht nied- und nagelfest ist, ne, dass wir das einstecken. So, wir schmeißen den ganzen Dreck mal dahin. Looten, looten, looten. Und wenn wir hops gehen, dann sind wir halt hops gegangen. Aber wir haben zumindest nichts verloren. Deswegen jetzt erst einmal hier einen auf Loot-Messi machen. Die Pistole. Ich neige sogar zu sagen, weißt du was, ich lasse da, weil. Ich lasse da, ja. Ich kann mal einen kleinen Schluck trinken. Genau, einen kleinen Schluck. So, was war das jetzt? Moment. Ach so, okay, gut. Hat sich nur, konnte man ja aus dem Menü nicht auswählen. Na schön. So, das Messer lasse ich auch hier. Also wir sind hier jetzt zu Hause. Mehr oder weniger. Und suchen dann erst einmal unseren ersten Spawnpunkt. So, da drüben ist das Zeltlager, genau. Da kann ich mich dran erinnern. Der Spawnpunkt war irgendwo hier unten. Ich glaube, hier ging es runter. Na komm, schauen wir gleich hin. Sonst vergesse ich es. Ich kenne mich. Ich bin so alter Vergesser. Da unten war, meine ich, unser Spawnpunkt beim letzten Mal. Da müsste jetzt auch noch das Shelter sein. Da, schau mal hier, genau. Das auch. Okay, eine Säge haben wir aber beim letzten Mal nicht gefunden, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay, vielleicht sollte ich das zurücknehmen, dass die Werkzeuge überall gleich sind. Also hier erst einmal Inventar-Upgrade. Hier gibt es schöne Sachen, die nehmen wir gerne mit. Dankeschön. Die Säge, die lasse ich jetzt da liegen, weil. Warum soll ich die mitnehmen? Wir haben eine. Und wenn wir hops gehen, wissen wir ja, wo wir eine finden. Also, ne? Ich meine, bei dem einen Wohnwagen da am Straßenrand haben wir ja schließlich auch die Säge liegen lassen. Wir können hier mal kurz weiterschauen. Was haben wir da Schönes? Hier waren wir noch nicht. Aufpassen auf der Petsy-Bär, gell? Oh, Blätter. Ich renne hier viel zu viel rum, ne? Sollte eigentlich mehr auf den Boden schauen. Thema Steine. Thema Holz. Wobei, das können wir zu Hause dann auch holen. Was ist das? Ja, da können wir mal hochschauen. Ja, schauen wir da mal kurz hoch. Ja, kann man hochklettern. Hat man bestimmt einen guten Ausblick von da oben. Also hier am Westen scheint das Kartenende zu sein. Das würde zumindest das Gebirgsmassiv hier erklären. Da drüben das Gebirgsmassiv scheint. Ach du Scheiße. Nebel, Leute. Nebel. Der Dust. Wir haben ein Dust-Event. Heißt, jetzt springen die Zombies rum. Oje. Oje.
Das ist dieses Angesprochene. Ne, Mist. Genau, der Nebel. Zum Glück haben wir hier einen si relativ sicheren Platz, würde ich jetzt mal behaupten. Ich verstecke mich. Ein Helm, SWAT-Helm, geil. Versteck mich hier mal, sieht mich wenigstens niemand. Wobei, ich glaube nicht, dass die klettern können, oder? Die Zombies. Ich glaube nicht. Die können bestimmt nicht klettern, haha. Ob ich darüber springen kann, ich versuch's lieber nicht. Jetzt kann ich den Helm aufsetzen, das geht doch bestimmt, oder? Equipment, hier, genau. Protection. Gut. Und dann setzen wir mal auf. Also, wir haben jetzt so einen geilen SWAT-Helm. Und wir könnten einfach mal so einen Äpfel. Ein Äpfel, genau, ein Äppeli essen. Hat ein bisschen Hunger und Durst gebracht, Hydration. Wo kommt böse Musik? Eieiei. So, bei null Sicht, ne? Du siehst nix. Und wenn jetzt da noch ein paar Deppen unterwegs sind, ja, gute Nacht. Ich sehe aber keinen Zombie. Na gut. Oh, da drüben! Der läuft auf dem Dach rum, da drüben! Wie geht denn das? Wie geht denn das? Das macht mir richtig Angst jetzt, wenn der auf dem Dach rumsteigt und stiefelt. Dann fürchte ich, dann kann der auch hier hochklettern. Wie ist denn der dann auf das Dach gekommen? Ja, okay, wahrscheinlich ist er da gespawnt, ne? Ich kenne jetzt den Spielalgorithmus nicht, aber die Zombies müssen ja, die werden vermutlich von der Engine gespawnt, ne? Das sage ich schon wieder, Mist-Event. Und dann wird halt mal so ein Zombie gespawnt. Und je nachdem, wo er halt Platz hat, ne? Kennt man ja von 7 Days, da werden manchmal auch Zombies plötzlich auf Gebäuden gespawnt, wo du sagst, ey, wie zur Hölle sind die da hingekommen, aber naja. Da unten lungert einer rum, nö. Will ich da rüberspringen? Komm, ich versuch's mal. Jawohl, ich kann sogar. Oh Gott. Ich kann sogar da rüberspringen. Suizidhaube ist wieder am Start. Ja, hier gibt's nichts zu looten. Schade. Ich hätte vermutlich auch runterfallen können, ne? Da ist er wieder. Da ist er wieder. Okay, es bringt nichts, hier in die Hocke zu gehen. Das ist höchst albern. Wie zur Hölle ist er da hochgekommen? Naja, allein die Bewegung von ihm hat schon was Zombie-mäßiges, ne? Jetzt ein Sniper. Klick und weg. Wie lang geht denn der Spaß jetzt hier? Keine Ahnung, wie lang der Nebel geht, ne? Nebel, verschwinde jetzt hier. Wir wollen keinen Nebel mehr. Ist auch gemeint, gell? Wir sind noch gar nicht lange im Spiel und schon kommt der scheiß Nebel. Ja, es ist gerade mal Mittag rum, ne? 13 Uhr. Was? 40 Grad Celsius? Wie geht denn das? 40 Grad? Hier, nur weil Nebel ist oder was? Huch, was ist das jetzt? Continue. Falsche Taste. Wieso soll es jetzt hier 40 Grad haben? Das finde ich ein bisschen krank. Ich gehe da jetzt nicht runter, Leute. Sorry. Also, nee. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich sicher nicht. Ah, okay. Der ist jetzt runtergefallen quasi. Deswegen hat er auch plötzlich zu rennen angefangen. Ich gehe da jetzt nicht runter, nö. Okay, ich gehe doch runter. Nee, ich will nicht. Trau mich nicht, ganz ehrlich.
Kann ich mich gleich verabschieden, wenn ich da jetzt runtergehe? Weil wir wissen, wir haben keine Waffe dabei, wir haben gar nichts dabei. Und die Ausdauer ist auch nicht so toll, ne? Erinnert euch an den Fluchtversuch vor dem Bären? Ich habe nicht mal ein Messer, um mich zu verteidigen, falls einer kommt. Und wenn, dann würden wir wahrscheinlich ganz schön Haue kassieren. Dann haben wir wieder keine Bandagen und nix. Wie lange dauert denn das jetzt hier, der Nebel? Können wir mal Nebel gut sein lassen, bitte? Können wir Carmen Nebel jetzt mal in Urlaub schicken? Ich schau bloß mal ein bisschen runter, ne? Bloß mal so gucken. Wäre jetzt gerade witzig zu wissen, ob die Burschen klettern können. Aber ein bisschen unheimlich ist es schon, gell? Naja. Düstere Atmosphäre. Ja, ein bisschen geht noch. Ja. Ich sehe niemand, aber drauf schau wem, gell? Das trau der Sache nicht. Sobald ich jetzt unten bin, kommen die wahrscheinlich. Da könnte ich wetten. Diese komische Mucke. Oh, Alter. Können wir jetzt bitte aufhören? Danke. Hört gar nicht auf, ne? Ne. Ich hab Durst. Toll. Ich verliere Gesundheit, weil ich durstig bin. Ja, wahrscheinlich, also wenn die Temperatur stimmt, die 40 Grad, dann könnte ich mir vorstellen, dass der dann natürlich überdurchschnittlich schnell Hydration abbaut. Ist ja klar, ne? Wenn es so heiß ist. Geht's da runter. Auch wenn die Tigerrose bestimmt wieder einen Anfall kriegt und sagt, nein, Haubi, tu's nicht. Was verliere ich? Moment. Ach Gott, naja. Streichhölzer, naja, pff. Haben wir ja genug eigentlich, ne? Was macht die Stamina? Die wäre voll, die Stamina. Okay, ich bin mal unten. Muss halt langsam gehen, genau. Ich gehe einfach mal langsam. Schleiche so ein bisschen. Gleich mal hinten rum. Eieiei. Ne, wenn ich normal laufe, mache ich viel mehr Krach. Das hören die. Vermutlich. Alter Falter da. Unheimlich. Es klärt auf, oder? Ja, es klärt auf, Leute. Es scheint aufzuklaren. Ja, Nebel verschwindet. Gott sei Dank, ey, Alter. Huch. Was ist jetzt? Hänge ich jetzt hier fest, oder was? Kann ich da nicht durchlaufen? Jetzt da. So was. Bisschen glitchy, ne? Oh, ein bisschen Nebel ist aber schon noch. Da kann ich hochlaufen, okay. Aber hier ist vermutlich, ja, hier ist vermutlich Kartenende. Bisschen Nebel ist noch. Ah, jetzt verzieht er sich. Aber solange diese unheimliche Mucke da ist, ey, traue ich dem Braten halt überhaupt nicht. Da ist ein Auto, das können wir, glaube ich, looten. Jetzt sieht's schön aus, jawohl. Okay, böse Musik ist weg. Wir hören wieder Vogelgezwitscher, alles ist gut. Also, fühlen wir uns wieder sicher, Leute. Super, dem Auto kann ich gar nichts mitnehmen, mal klasse. Motel, da müssen wir auch mal schauen. Was ist das da drüben?
Was haben wir da denn Schönes? Das sieht mir fast nach einem Lager aus, oder? Die hohen Wände. Wie so Barrikaden. Ja, es gibt auch andere Lager. Ja, da laufen wir hier rum. Da laufen wir hier rum. Oh, da steht Wache hier, schau mal. Der scheint ein Gewehr zu haben. Der Typ. Was ist mit dem hier? Der hat so eine Sturmmaske auf. Ich glaube, das sind die Banditenlager, die man gesehen hat in dem Videotrailer. Okay, ich glaube, da bin ich momentan nicht willkommen. Da sollte ich mal ganz artig die Biege machen. Will die patrouillieren? Müsste man wahrscheinlich genau beobachten, wann die welche Route besetzt halten oder beziehungsweise wann die welche Route gehen. Man kann ja auch mit dem Messer meucheln angeblich von hinten. Irgendwie sowas stand in der Beschreibung. Erhöhter Schaden, wenn man von hinten attackiert, irgendwie so. Okay, lassen wir das erstmal. Wir schauen mal zu dem Motel. Ja, also wir merken uns da hinten, okay, Banditenlager. Vermutlich Banditenlager. Schwierig, ne? Genau. Aufpassen. So, da ist ein Auto, aber da scheint. Ach Gott, eine Zündkerze. Ja, gut. Nehmen wir Zündkerze mit. Zahnrädchen und ein Wässerchen. Mal ein bisschen was trinken, genau. Geht die Stamina wieder hoch. Und der Kollege hört endlich mal auf, so rumzujammern, von wegen, oh, mir geht's ganz schlecht. Denn manche Autos kannst du gar nicht looten. Die stehen nur so da, das ist nur Zierde. Das kannst du wieder looten. Nochmal eine Zündkerze. Die waren ja mal schlechter von der Qualität her. Und der hat sogar noch 0,18 Liter drin im Tank. Dass man das von außen sieht, finde ich sehr spannend. Eine Cola-Dose, danke. Da ist unser Freund Kuckuck wieder. Genau. Sitten wir da. Komponenten. Kofferraum ist nichts. So, an dem blöden Wohnwagen, da kann man auch nichts mitnehmen, so wie es aussieht. Hier in den Tonnen ist nichts drin. Das ist super. Hallo? Federn und Blaubeeren. Ah ja. Wie spät ist es? 15 Uhr. Scrap Metal und Scrap Metal. Okay, also auch der komische Zombie, der scheint jetzt wirklich despawned zu sein, ne, der da oben auf dem Dach rumgejubelt ist. Na, da ist nichts, okay. Hier kann man auch nichts looten. Na dann. Autoreifen nehmen wir mit. Schauen wir da noch rein, eine Batterie. Nehme ich jetzt nicht mit, weil wir haben ja schon. Ne? Wir haben eine Batterie, man braucht nur eine, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber da noch rein, da ist wie immer nichts drin, hervorragend. Okay, perfekt. Schmutzige Rex. Eine Potato! Ach schön, schau mal hier. Eine Potato. Ob man die anpflanzen kann? Kochzutat. Könnte ich auch essen. Rohe Kartoffel. Naja, also kann man auch roh essen, ja. Kann man. Aber so eine leckere Ofenkartoffel würde ich da trotzdem vorziehen, ne? Oder was hat man früher gemacht am Lagerfeuer? In den ersten Schuljahren hat man meistens Kartoffeln in Alufolie und dann ins Lagerfeuer geschmissen und dann noch ein paar Wienerle oder Grillwürstchen auf den Spieß und dann reinhalten. Oh. Da hätte ich jetzt auch Lust drauf, ganz ehrlich. Das sind nochmal Komponenten. Was haben wir hier? Woodscrub, okay. Ja. Da gibt es nichts. Schauen wir hier noch kurz hin. Oh, bin schon wieder voll gemüllt. Okay.
Dose. Ah, beziehungsweise das können wir gleich trinken eigentlich, oder? Ja, komm. Ist ein Inventarplatz weniger. Hey, was ist denn das? Da ist Zucker drin. Da erwarte ich auch, dass der Hunger abnimmt. Woodscrub. Also hätte ich jetzt gedacht, ne, dass dann, wenn man sich eine Cola reinpfeift, dass dann noch ein bisschen das Hungergefühl abnimmt. Aber scheint nicht so zu sein. Am Sofa ist bestimmt was versteckt. Nein, natürlich nicht. Okay. Auf der Toilette gibt es auch nichts. Im Kühlschrank gibt es auch nichts. Ganz toll. Warum zur Hölle kann man hier rein, wenn hier nichts ist? Verstehe ich nicht. Oh. Okay, hier scheint ein Besucher zu sein. Es kommt von da drüben. Dann ist hier hoffentlich keiner. Ansonsten habe ich jetzt gleich ein Problem und fange wahrscheinlich schreiend an, aus dem Haus zu rennen. Ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld für ein eventuelles Übersteuern. Ist da oben oder was? Schau mal hier, das sieht nach Blutspuren aus hier. Okay, das scheint da oben zu sein. Dann hoffe ich, dass ich hier unten sicher bin. Oh Gott, Leute. Da ist Inventar-Tetris hier. Das hört sich echt übel an, oder? Ganz ehrlich. Okay, ich bin weg, Leute. Ich gehe da jetzt nicht hoch. Nee, nee, ich gehe nach Hause. Ich gehe heim. Ah, Moment, Screenshot muss ich noch machen. Genau. Screenshot-Macher vom Motel. Fast vergessen. Muss sein. Alles klar, so. Ab nach Hause. Zu Hause können wir da noch ein bisschen Holz kloppen. Aber hübsch ist es schon, gell? Definitiv. Was haben wir da? Nochmal ein kleines Zeltlager. Mit Lieferwagen. Da drüben ist unsere Holzhütte. Ja. Okay. Also ich glaube so langsam. Oh. So ein bisschen zum Thema Orientierung. Ich glaube, das sind wir ganz gut aufgestellt. Na, ich bin schon wieder voll gemüllt, ey. Brauch mehr Platz. Brauch mehr Platz. Okay, pass auf, ich schmeiß mal die blöde Zündkerze weg. Dann haben wir hier das Zeug zu essen hier, ne? Sag mal, wie lange ist denn der an der Dose rum? Es geht ja gar nicht. Was ist das? Das ist blöde Zündkerze. Ja, die lassen wir da. Okay, da bin ich auch voll. Also hier können wir nochmal looten. Gut zu wissen. Und jetzt gehen wir nach Hause, ey, hätte ich gesagt. Kein Petsy-Bär, oder? Okay, gut. Lass uns nach Hause gehen. Ohne Bärenbrüderbesuch, bitte. Tür auf, Tür zu. Hallo, Tür zu, sage ich. Jawohl, alles klar. Home sweet home. Alles ist gut, Leute. Wir sind wieder zu Hause in Sicherheit. Mach ich bloß mit den ganzen leeren Flaschen hier. Also, Wässerchen kommt da rein. Hier, die Bärchen kommen dahin. Okay. Da können wir die Bandage draufpacken. Ich habe viel zu viel Gedöns. Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Was? Ja. Ich habe keinen Platz. Blöd. Sau blöd. Aber gut, was willst du machen, gell? Ach so, ich habe ja hier noch den ganzen Scheiß hier unten, ne? Habe ich ja auch noch. Kartoffel. Grubwood. Blöde Autoreifen.
Ja, man kann, meine ich, auch keine Behältnisse craften. Also das geht, glaube ich, nicht. Kann ja keine Kiste bauen oder sowas. Zumindest habe ich es nicht gefunden, dass das geht. Nein. Aber ich würde vorschlagen, dass so das Erste, was wir uns vielleicht bauen, die Workbench ist. Wenn man dadurch dann weitere Rezepte sich herstellen kann. Deswegen, also wir holen uns mal die Axt. Tür auf. Was ist das? Eine Feder. Dankeschön. Habt ihr eigentlich andere Tiere gesehen? Hasen oder sowas? Ich habe nichts gesehen. Also kann natürlich sein, dass mir da wieder Wunder was entgangen ist. Falls ihr da was gesehen habt, bitte schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, ich hab nichts gesehen. Mein Gott, ist das dunkel. Brutal, ja. Ah, Leute, Leute, komm. Holzfäller-Simulator. Steck ein das Zeug. Und schwupp, und schwupp, und schwupp. Und schwupp, da liegt er am Boden. Okay. So, ob einem das Ding auf den Kopf fallen kann? Uah. Ich wollte es nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. Uah. Nicht wieder voll, tatsächlich. Also das Inventar Tetris, das wird mich umbringen, das sage ich euch. Das käst mich jetzt schon an. Zack, zack, zack. So, Blätter einstecken. Na gut. Also, lass mal gut sein. Es ist eh schon viel zu dunkel. Ich würde sagen, wir machen für heute hier an dieser Stelle Schluss, ne? Wir machen Feierabend. Ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein beim Mist Survival. Ja, und ich würde vielleicht so ein bisschen was schon mal vorbereiten, ne? Also ein bisschen Holz und so machen und dann vielleicht sogar schon mal uns so hinstellen, dass wir die Workbench beim nächsten Mal bauen können. Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Dabeisein. Unterstützt das Projekt, gell? Kommentar schreiben, Daumen nach oben. Vielen Dank dafür und beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich freue mich auf euch und wünsche euch bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit. Macht's es gut und Servus.